Wunderbar, dieses Intro könnte ich mir immer und immer wieder reinziehen. Hallöle Leute. Heute fange ich wieder mal an mit Digimon Digital Card Battle. So, ich fange ein neues Spiel an. So, willkommen, ja. Wir nehmen natürlich Stereo-Sound. Polygonkämpfe sind 3D-Kämpfe, dass man halt sieht, wie die Attacken aussehen und wie die Modelle der Digimon aussehen. Ich schalte das aus, saugt zu viel Zeit weg. So, jetzt registrieren wir uns. Gut. Mach mal so. Randy diesmal. Das passt noch drauf. Gut, wir können hier einen von drei Partnern wählen. Armadillomon, Waymon oder Hawkmon. Den Rest erkläre ich euch. Ist halt ein Kartenspiel, basiert auf den Original-Dig ähnlich den Original-Digimon-Kartenspiel, nur mit paar Veränderungen für die PS1 halt. So, ja, lass mich durchschauen. Also wie gesagt, Story ist Adventure O2, also Digimon 2. Da haben wir auch dementsprechend die Digimon dort, nicht alle, aber ein paar halt. So. Als erstes wählen wir einen von drei Partnern: Waymon, Feuer, Hawkmon, Natur und Armadillomon, dieses gelbe, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ich muss mal nachgoogeln. Dieses Rare, ich sag gleich mal vorneweg, Rare basiert auf Effekten, sehr viele Support-Effekte. Hawkmon, Natur eher defensiv, schnell digitieren. Waymon, hau drauf. Ich nehme Waymon. Beim nächsten Mal werde ich mit Armadillomon anfangen. So, das ist unser Spielermodell. Wer DW1 gespielt hat, der kennt ihn. So, fangen wir mal an. Nein, will ich jetzt nicht. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Hier habe ich schon mein Save. Seht ihr, Card Collection 100% schon. Wir fangen komplett neu an. Das Spiel habe ich sehr oft, sehr viel gespielt. Frisst halt ordentlich Zeit, weil es langsam halt vonstatten geht. Ich spiele es über einen Emulator. Ich werde halt die Spielgeschwindigkeit dementsprechend erhöhen. Jetzt lasse ich aber erstmal noch alles lahmarschig. So, als erstes sollen wir hier in den Battle Café gehen. Das ist Beginner City. So, das ist quasi Battle Café, wo man reingeht, mit jeweiligen Charakteren redet. Wir fangen mit Betamon an. Betamon stellt sich vor, erklärt uns, wie das Spiel abläuft und zeigt uns sogar das Spiel selbst. Das ist das Schlimmste, was es hier gibt, weil man es nicht ab überspringen kann. Also muss man es bei jedem Neuspiel spielen. Also das Tutorial. Da erklärt er uns so viele Sachen, die kann ich später erklären, weil man visuell jetzt nichts sieht. Ja. Soweit ich weiß, müssen wir das Tutorial spielen, sonst geht es nicht weiter. So, ich trinke mal einen Schluck Wasser. So, also. Hier wählen wir eine der zwei Karten. Wer den ersten Zug macht oder zweiten, je nachdem, was wir ziehen. Egal, was ich hier ziehe, ich werde immer Zweiter sein beim Tutorial. Ja, okay. Hier haben wir das Feld. Das ist seine Hand. Die Karten liegen offen, dass der Gegner sie auch sehen kann.
das ist nicht nur, das liegt nicht nur am Tutorial, sondern der Gegner sieht die Handkarten. Ja. Anfangen tut man mit einem Rookie-Level. Man kann auch einen Champion reinschmeißen, aber das hat dann die Fähigkeiten halbiert. Alle Punkte zur Hälfte. Ultra kann man reinschmeißen, die haben aber ein Viertel an ihrer Kraft. Und das ist... Da sind meistens Rookies noch stärker. Ja, Betamon fängt mit Betamon an. Jetzt erklärt er wie, was? Das erkläre ich euch anders. DP-Points braucht man zum Digitieren. So, komm, lass mich endlich mal. So. Hier sagt er, wenn ich meine Handkarten nicht mag, bevor ich X drücke, soll ich Dreieck drücken, um die wegzuschmeißen. Oder ich drücke erstmal Viereck, um die Karten zu inspizieren. Jetzt erklärt er, ich habe ein Rookie-Level. Mach mal Dreieck. Ja. Ja, lass mich mal wählen. So, Trimogemon, Power halbiert. Morishelmon, Power halbiert. Sieht man auch das. 1 durch 2. Agumon Rookies haben also, werden nie halbiert beim Spielen. Halt, man muss halt stufenweise sich hochleveln. Das gleiche wie bei Pokémon, glaube ich, geht es auch dementsprechend. Du kannst nicht gleich Glurak spielen, du musst Glumanda, Glutex und dann Glurak. Das Prinzip ist hier ähnlich. Ja. Dann seht ihr die HP, Kreisdreieck und X Angriffskräfte. DP und Pfeil nach oben mit 0. Das ist bei Trimogemon, wird da 30 DP gebraucht, dass man ihn digitieren kann. Er selber gibt 20 DP. Agumon auch, Morishelmon gibt gleich 30. Das ist ein Vorteil bei den Naturkarten, die geben sehr viel. Aber das machen wir später. Und das und der Boost für Kreisangriff plus 300, das ist, wenn man Agumon als Supportkarte nutzt. Zeige ich euch dann noch. Wenn alles vorbei hier ist, so. Jetzt sagt er, Morishelmon schmeißt mal rein, der gibt 30 DP. Mach mal auch. Der geht in den DP-Slot. Jetzt habe ich genügend für Trimogemon. Das Problem, Trimogemon ist Natur, ich bin Feuer. Geht nicht. Man braucht spezielle Digitationskarten. Werdet ihr alles noch sehen. So, jetzt sagt er mir, welche Attacke ich wählen soll, wie stark die sind. X hat immer eine Fähigkeit. Bei mir macht es gegnerischen Kreis auf 0 Power. So, jetzt sagt er mir, ich soll jetzt Kreis machen. Im Polygonkampf können wir dann sehen, wie die Attacken aussehen. Polygonkampf mache ich meistens nur bei den geileren Digimon. Wollte gerade Pokémon sagen. Ja. Zum Glück dauert das Tutorial nur einen Sieg statt drei. Ja. Er hat eine Attack Disc, das doppelt sein Dreiecksangriff. Ich habe einen Recovery Floppy. Die nicht wissen, was eine Floppy Disk ist, googelt das bitte nach. Das ist nicht das Symbol zum Saven, das war mal vor der CD noch. So. Ich habe mein HP erhöht, er hat seinen Dreieckangriff verdoppelt. Und wer Zweiter am Zug an der Reihe ist, greift als Erster an. Der Erste am Zug ist, greift als Zweiter an. Noch ein paar Sachen werde ich nach dem Tutorial erklären. Weil der Mist dauert einfach lange und er redet auch hier sau viel. Ich erzähle ein bisschen, wie ich das Spiel kennengelernt habe. Ich hatte keine Ahnung, wie man es spielt. Da, wo die Polygonkämpfe angefangen haben, habe ich und mein Freund immer auf die Tasten gehämmert wegen den Angriffen. Weil wir halt das Englisch nicht wirklich beherrschten. So. Okay. Ja.
wir sollen jetzt X machen, dass er uns nicht mit Kreis trifft. Nach einer logischen Weise wäre es besser, dass er X macht, weil er gegen Feuertypen mal 3 den Angriff bekommt. Also würde er schon über 400-500 Schaden, also mich one-hitten. Ist ein Tutorial und die KI ist auch nicht gerade die beste. Ja. Wunderbar. Und man kann ein paar blöde Sachen der KI ausnutzen, um gegen sie zu spielen. So, jetzt schauen wir uns mal die Karten an. Ha, ein Kabuterium. Kann man leider nicht digitieren, ist Natur, wäre aber geil. Braucht man nicht, wegschmeißen, hat er gesagt. Erstmal durchschauen und dann den Müll weg. Wunderbar. Wenn man die erste Hand wegwirft, man kann nur die erste Hand sofort wegwerfen. Man kann sogar die zweite, solange man jetzt nicht X drückt. Wenn ich X drücke, akzeptiere ich die Handkarten. Ja. Da haben wir. Da Dramon. Jetzt bin ich in der Phase, wo ich DP reinschmeiße. Da ich aber genügend DP für Birdramon habe, überspringe ich die Phase und gehe gleich zum Digitieren über. Ja. So. Wie ihr seht, Frigimon hatte 990 HP. Angriffsstärke ungefähr die eines Rookies, ein bisschen stärker. Bei Birdramon sieht es anders aus. Etwas mehr HP, aber dafür deutlich höheren Angriff. Das ist halt das Spiel Feuerwasser. Natur ist ein Mix von beiden. Finsternis. Werdet ihr sehen. Finsternis sind beim Champion und Ultra Level abnormal stark, aber nicht gerade leicht mit denen zu spielen. Ja. Jetzt erklärte, wir können aus dem Deck eine verdeckte Karte hinlegen. Die wird dann vorm Angriff aufgedeckt. Dann wird alles berechnet, was die Karten machen. Er kriegt einen Powerschub, verliert die Hälfte der HP und ich kriege auch einen Powerschub von 200 nur. Habe ich nicht gebraucht, aber er erklärt es halt. Das war halt jetzt die Basics. So, hier könnt ihr sehen, Deckname, welches Deck er nutzt, wie oft man gegen ihn gespielt hat, gewonnen, verloren hat. Bei mir das gleiche. So. Ja. Jetzt haben wir halt Karten erhalten, weil solange wir nicht gegen ihn spielen, haben wir keine Karten. Jetzt reden wir mal mit Babamon. Erklärt uns wieder ein paar Sachen, wie es hier abläuft, wer der Chef ist. Ja. Öffnet uns die Arena. Ich gehe jetzt mal Partner anschauen. Das ist Vemon. Die Partner sind sehr speziell, die können Armor digitieren später. Die könnt ihr boosten, die könnt ihr leveln. Der ist jetzt gerade Rang 1. Und man hat Digipads, die man auf die equippen kann, wie Ausrüstungen. Und mit speziellen Fähigkeiten und allem. So, jetzt hat er Kreis 450. Jetzt ist er schon stärker als jeder Rookie, den es hier gibt. Armor-Digitation kriegt man später. Das machen wir mal hier hin. Und kommt darauf an, manchmal kriegt man auch gleich am Anfang eine Ultra-Card. Also hier, die hatte ich im Besitz, habe ich aber jetzt nicht mehr wegen dem Tutorial. Ja, mit Tormund. Gut, wie machen wir das? Buff, Trying Buff. Irgendwen schmeiße ich hier raus. Geht recht schnell für den und schmeiß mal raus für Metormon, dass man halt einen hat. So, das ist das Deck, 30 Karten, ein Partner, Optionskarten und eine Digitationskarte. Mit der kann man quasi ohne DP-Einschränkungen aufs nächste Level digitieren. Wunderbare Sache.
weswegen ich jetzt Waemon genommen habe. Hier habe ich Angriff-Discs. Mit Hawkmon hätte ich Defense-Discs. Die reduzieren den gegnerischen Angriff dementsprechend, was angezeigt wird, auf 0. Hier habe ich noch Angriffschips, die komplette Angriffsstärke um 300 boosten. Wunderbar. Und ein Recovery-Floppy. Deck wird abgedatet. Jetzt gehen wir raus. Oh je, jetzt schauen wir mal. Battle Arena. Mal schauen, ob ich es überstehe. So, hier erstes Match gegen Agumon. Deck Color bedeutet, welche Farben, welche Digimon-Typen er nutzt. Er nutzt also Wasser, Feuer, Natur. Dann kommt die Stärke, Digitationsgeschwindigkeit und Verteidigungsstärke des Decks. Und ich spoilere euch gleich, das ist der Partner von Tai. So, mal schauen, wie ich mich anstelle. Hier haben wir eine Liste von drei Decks, die wir auswählen können. Kreis ist Red Deck, Dreieck und X sind noch nicht genutzte Decks. Ich habe nicht genügend Karten, um verschiedene zu machen. Auf Viereck haben wir halt eine Deckliste von den Decks, gegen die wir gespielt haben und die wir erstellen können. Die leuchten dementsprechend türkis auf. Die anderen, die wir nicht bauen können, sind dunkler. Und rechts seht ihr dann, welche Karten es wie viel in welchem Deck gibt. Fangen wir an. Bei ihnen ist es Tricolor Starter Deck. Wer sehr viele Farben nutzt, hat da Probleme. Ah, wunderbar. Gehe ich mehr auf. Okay, ich muss erst schauen, wie wir es angehen. Ich gehe mehr auf HP. Schmeiß den auch gleich weg. So. Erster Schritt: Digimon wählen. Ich habe jetzt einen genommen, dass ich es leicht habe zu digitieren danach. Eine größere Überlebenschance. Zweiter Schritt: Digimon in den DP-Slot schmeißen, wenn man will. Man kann es auch überspringen und nichts reinschmeißen. Dann wählt man seine Angriffe. Ich habe jetzt Kreis gewählt, da er mir das jetzt nicht blocken kann mit gar nichts. Ich kann aber meinen Kreis verdoppeln und ihn mit einem Schlag besiegen. Guburimons, egal welcher Typ, haben alle Angriffsstärke immer gleich, egal welchen Angriff man nimmt. So, ich gehe mal rein, zeige ich euch. Also, der war weg, der hatte 500 HP, 300 Angriff auf alles. Der hat 230 Angriff auf alles. So, jetzt machen wir weiter. Ich kann in Dark Krisamon. Flarisamon schmeiß mal weg. Oder Dark Krisamon. Auch egal, jetzt digitiere ich mal. X-Power ist, braucht man nicht nutzen, dafür habe ich einen sehr starken Dreieck-Angriff. Und hier hat er seine Verteidigungsdisk-Kreis. Ich mache aber Dreieck, stärkerer Angriff und will ihn schneller ausnocken. So, Support-Effekt. Gördramon gibt mir den ersten Angriffsschlag, den ich jetzt nicht brauche, da ich ihn nicht one-hitten kann. Agumon hätte mir genügend Power für Kreis gegeben, dass ich ihn erledigen kann. Problem ist das hier, wenn er spielt, und seine Fähigkeit, falls er X machen sollte, geht mein Kreis auch wieder auf 0. Beide machen ein Dreieck. Wunderbar. Ist halt ein Risiko beim Spiel. Das ist das Schere-Stein-Papier-Prinzip ähnlich. Schmeiß mal weg. Behalte ich, falls was schief gehen sollte, dann kann ich gleich zu Birdramon digitieren. Er schmeißt jetzt Yanmamon weg, kann er eh nichts damit anfangen, da Yanmamon keinen Support-Effekt hat. So, jetzt wird's spaßig.
gut, viel kann er mir jetzt nicht richten. Das Disrupt Ray wechselt Kreis zu Dreieck, Dreieck zu X und X zu Kreis. Damit kann man entweder was Gutes machen oder richtige Scheiße bauen. Ich hatte des Öfteren Glück, dass ich mal Scheiße gebaut habe. Gut. Kokua, Mann. Reduziert meine Angriffspower um 100, erhöht aber meine HP um 200. Wunderbarer Support-Effekt bei solchen Sachen. Weil insbesondere, wenn man einen Champion hat, der schon ordentlich Power bringt, 400, 500 Angriff, da holt man sich die 200 HP gerne. Agumon ist hinüber. Oh, das war schon der dritte Kampf. Macht nichts. So, dann nochmal zu meinem Let's Play auf Deutsch. Ah, kein Rank-Up. Ich spiele das Spiel komplett durch, 100% auf alles. Gibt einen Bug im Spiel, wenn man Wormon als Partner nimmt. Ja, den kann man später bekommen. Bekommt man ein Digipart nicht. Und man kann keine 100% erreichen dadurch. Mach mal weiter. Und die nächsten Kämpfe werden alle mit erhöhter Geschwindigkeit sein. Das mache ich jetzt zu Anfang. Mal lahmärschig, dass sie halt sieht, wie es langsam abgeht. Wenn ich schnell spiele, spiele ich schnell halt. So, ich brauche... Bis jetzt haben wir über 20 Minuten gebraucht für all das. Ich wäre 5 Minuten schon fertig. Mit erhöhter Spielgeschwindigkeit natürlich. Das ist kein Cheaten, gar nichts. AI fungiert immer noch gleich. Nur halt, ihr seht, dass der Spielverlauf langsam ist. Hier nehmen wir nichts. Hier schmeißen wir gleich alles weg. Also gleich als erstes Dreieck. Wir haben kein Rookie. Wunderbar, gleich zwei. Der Kampf wird heftig. Behalten wir. Schmeiße ich ihn dort rein. Ich habe einen verloren. Ich schmeiß den mal weg, da ich selber mit X angreifen kann. Was ich auch machen werde. Nur mit dem Unterschied. Und ich erkläre euch ein paar Karten. Die erkläre ich euch gleich. Liquid Crystal, wenn wir beide den gleichen Angriff nehmen, ist meine Angriffskraft auf 0 gesenkt. Ich erhöhe meine HP. Oben der Laptop von Izzy. Der bringt seine drei Karten, die im Müll sind, oder Offline-Deck, wieder zurück ins Online-Deck. Also Offline-Deck ist der Friedhof. Online-Deck ist das normale Deck. Zu Kaimon Support-Effekt Kreisdreieck 0, X dafür plus 200. Und als Support-Effekt. Der X-Effekt meines Kämpfenden zu Kaimon ist, dass ich seinen Kreis auf 0 senke. Und nochmal, wunderbar, wunderschöne Karten. Alles, was Angriffe boost und mich zum Überleben bringt. Behalte ich alles? Man weiß ja nie. Nee, Dreieck. Machen wir mal. Oh, shit. Was spielt... Firespot wird sein Digimon zu Feuer und kriegt 200. Ice Crystal ist das Defensive. Wechselt einen zu Wasser und gibt 200 HP. Wäre effektiver gewesen, aber was soll's. Ich mach Dreieck, er ist tot. Also wie gesagt, das Spiel ist schon fordernd, insbesondere weil wir sehen können, was der Gegner an Handkarten hat. Wir uns dann fragen, welchen Angriff nimmt er, welche Karte spielt er dafür noch extra dazu. Das macht das für mich spannend. Ja, Salamon macht X. Das, wenn ich Dreieck gemacht hätte, wäre es ein Konterangriff. Ich mache keinen Angriff. Er greift mich mit der Power meines Angriffes an. Und ein Goburimon wegschmeißen.
braucht keine Sau. Wir greifen weiter mit Kreis an. Okay, spielt nix. Ich erhöhe aber meine HP. Solange er keinen HP-Boost bekommt, ist er hinüber. Wunderbar. Das ist... Gatumon gibt es als Partner, aber als Rookie steht ein PR im oberen Eck. Das ist Gatumon, das heißt R Gatumon, Real Gatumon. Das Ding gilt als normales Champion, da ihr Karten fusionieren könnt und ihr es also dementsprechend auch braucht. Der Rookie Pendant ist natürlich so stark wie ein Rookie Level. Das ist ein Champion, dementsprechend auch stark wie ein Champion. Hätte ich alles ein bisschen anders gelöst, aber was soll's. Dich schmeiß mal weg. Wir machen wieder Kreis. In der Hoffnung, dass er seine HP nicht erhöht, macht er nicht. Macht er doch, ui. Da spielen wir nicht lange herum. Hau mal weg, die Salami. So, er wurde jetzt zu Wasser. Typ hat 200 HP bekommen. Mal wieder ein bisschen trinken. Natürlich Wasser. Jetzt steht, ich habe 3 Siege gehabt. Nun mal verloren. Es ist mein Sieg. Also man muss am Ende trotzdem 3-mal gewinnen. Oder man spielt so lange, bis man keine Karten hat. So, unten habe ich jetzt 2 Kämpfe und 2 Siege bis jetzt. Gegen Babamon einen Kampf und sie hat einmal gegen mich verloren. Jetzt am Ende bekommen wir Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte vom Gegner. Ich bin nicht digitiert, das sind nochmal 3 Erfahrungspunkte. Ich habe nicht einmal verloren, sind 3 Erfahrungspunkte. Wenn ich mit einem Partner gewinne, bekomme ich Erfahrungspunkte. Wenn ich nur mit einer Attacke permanent angreife und gewinne, kriege ich dementsprechend Erfahrungspunkte und so weiter. Gibt es 1000 Sachen. Waymon ist jetzt auf Rang 2. Hat gleich 2 Digiparts bekommen. Das untere ist ein Effektpart, das wechselt seinen Effekt. Sein Effekt ist, glaube ich, eine Karte ziehen plus 100 Angriff. Das würde es nur auf plus 50 Angriff ändern. Braucht keiner. Aber HP plus 50 ist immer gut. Als nächstes kriegen wir 3 Karten. Habe ich bei Agumon jetzt nicht gesagt, da habe ich durchgedrückt. Aber jetzt hier. Snow Agumon steht, das ist eine neue Karte, die hatten wir nicht. Zazumon hatten wir schon. Und eine Goburimon-Karte. Nicht die Welt. Aber jetzt kriegen wir noch, immer wenn man eine Arena fertig hat, kriegt man noch eine Spezialkarte. Ja, kann nicht glauben, dass ich sie platt gemacht habe. Ja, ja, warten. Jetzt haben wir einen Passcode bekommen, jetzt können wir in die nächste Stadt. Rate ich ab. Ah, Option Pack. Oh, wunderbar. Feueraltar, Kettensäge, Angriffsstick. Das Kettensäge ist geil. Mein HP wird auf 10 reduziert, dafür ist meine Angriffskraft mal 3. Also Glaskanone, wenn da was schief läuft, ist euer Partner hinüber. Angriffdisk Dreieck brauche ich nicht, dafür habe ich Muchomon. Und natürlich kriege ich immer das, was ich nicht brauche. Phantomon. Ultra, sehr schwach. Also es gibt Champions, die sind dementsprechend auf diesen Power Level der Stärke. Ist halt eins der Support-Effekt, wenn ihr ihn als Support-Effekt nutzt, werft ihr 7 Karten aus eurem Deck raus und ihr bekommt Eat Up HP, also Lifesteal. Nimm mal das mal. Ja, schön. Glaube ich auch euch. Gut, jetzt equippe ich noch meinen Partner schnell. Phantomon schmeiße ich nicht ins Deck. Der ist mir zu riskant. So. HP, jetzt hat er 600. Jetzt ist er schon auf dem Niveau eines schwachen Champions. Gut. So, dann haben wir es eigentlich fürs Erste. Wow. Hat auch lang gedauert. Das nächste Video ist, ich werde jetzt hier in der Arena farmen mit hoher Spielgeschwindigkeit.
Ja, speichern, das dauert mir. Jetzt schaut mal hin. Ja, Quit Game, nein. Ich bleib drin. Ja, ich. So. So, Leute. Das war's fürs Erste. Das nächste Video ist das Farm hier in der Arena. Werde ich 5 bis 10 Mal mindestens machen, weil Karten braucht man. So, adieu, Leute.